Ey Leute, willkommen zurück zu Ace Attorney. Ja? Warum hast du nicht über die vitalen Stücke, über die wichtigen Stücke von Beweisen beim ersten Mal erzählt? Ich weiß, ich bin echt embarrassed. Ich hab's vergessen. Tja. Versuchen Sie vorsichtiger zu sein. Nun gut. Die Defense möge ihre Cross-Examination beginnen. After doing the suspect, I examined the scene of the crime with my own eyes. I found the memo written on a piece of paper next to the victim's body. On it, the word Maya was written clearly in blood. Lab test results showed that the blood was the victim's. Also, there was blood found on the victim's fingers. Auf welcher Hand war das? Waren die blutigen Finger, Detective? Der rechten Hand. Hm. Sie war Rechtshänderin. Haha. Netter Versuch. Uh-oh. Ich schätze, es war nichts. Detective Gumshoe. Ich würde erst sagen, ob er wirklich das Ding vom Opfer geschrieben hat, weil es war ja schließlich auch die Schwester. Aber gut, warum würde man es auch schreiben? Haben Sie oft Fälle, wo das Opfer den Namen des Killers aufschreibt? Klar, das passiert oft in Büchern und in Filmen. Das ist kein Film, Detective. Lass uns über die Realität reden. Ich habe noch nie von vielen Fällen gehört. Nein. Findest du es nicht ein wenig seltsam, dass das Opfer einen Namen treiben würde? Besonders den Namen ihrer eigenen Schwester? Ja, tatsächlich, du hast einen Punkt. Stopp. Die Meinung die Meinung von dem Zeuge ist irrelevant. Die Fakten sind klar. Das Opfer hat den Namen des Schuldigen geschrieben. Das Opfer erzählte uns den Namen des Killers. Das ging nicht so gut. Das ist richtig. Genau, was er gesagt hat. Das ist eine ganze Testimony? Okay. Da muss irgendwo eine Contradiction sein. Okay, wir müssen irgendwas verneinen. Was können wir da machen? Gute Frage. Also wir müssen auf jeden Fall irgendein Gegenargument finden. Das weiß ich jetzt auch.
Lass uns mal noch kurz mal durchgehen. I found a memo written on a piece of paper next to the victim's body. On it, the word Maya was written clearly in blood. Oder warte, was haben wir denn alles? Hopefully, yeah. Single blonde, death was in... Also der Tod war direkt, also quasi direkt tot. Dann hätte sie den Namen gar nicht aufschreiben können, ist das das? With blood, before she died, she wrote the name of... Ich glaube, das ist es. Ja. Detective Gumshoe. Es gibt eine Sache, die ich möchte, dass Sie klarstellen. Sie sagen, dass das Opfer Mia Fey diese Notiz geschrieben hat. Dass sie die Defendant beschuldigt, Mia Fey. Das ist wirklich das, was Sie sagen? Was? Das ist halt eine Anwalt-Tricks, nicht, oder? Natürlich hat sie es geschrieben. Wer könnte es sonst gewesen sein? Du liegst falsch, Detective. Falsch? Das Opfer ist die einzigste Person, wo das hätte nicht schreiben können. Das ist ein Report von ihrem Department, Detective. Immediate Death. Wegen einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Sie starb direkt. Aber... Nein, aber... Du kannst dich hier nicht rausabern. Der Defense hat einen Punkt. Jemand, der direkt stirbt, hätte nicht die Zeit gehabt, um etwas zu schreiben. Mr. Wright. Ich entschuldige mich. Aber wann genau hast du diesen Autopsy Report bekommen? Wann? The day of the... Das muss ich gerade überlegen. Wir haben es ja von ihm bekommen, das auf jeden Fall. Or was the day after? Ich glaube, es war der Tag nach dem Mord. Der Punkt der Protection B wäre. Dieser Autopsy Report ist alt. Was? Eine zweite Autopsie wurde performt gestern. Der Tod war fast direkt. Wegen einem Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Aber es gibt eine Möglichkeit, dass das Opfer für mehrere Minuten nach dem Schlag überlebte. Ich habe diese Resultate diesen Morgen bekommen. Das gibt es nicht. Es ist ziemlich einfach, sich vorzustellen, dass das Opfer die Zeit hatte, den Namen Maya draufzuschreiben. Das ist alles. Ich verstehe. Verdammt, Edgeworth. Ich hätte wissen müssen, dass du ein Ass im Ärmel hast. Warum? Was ist los, Mr. Wright? Sie sehen schockiert aus. Gibt es etwas, was du sagen solltest? I'm a sham. You're a sham, Edgeworth. Detective the Sham. Oh. You're a sham, Edgeworth. Mr. Edgeworth. Ich hörte, es gibt nichts, das du nicht tun würdest, um...
Was für einen Grund könntest du haben, um eine zweite Autopsy Report einzufordern, Mr. Wright? Du darfst andere Leute. Du darfst Leute von der Press Action nicht angreifen. Mr. Wright, sagen Sie, was Sie wollen. Die Beweise in diesem Report sind unverweigerlich. Ich fordere diesen Report im Gericht ein. Verstanden. Das Gericht akzeptiert diesen Hinweis. You have lived for a few minutes after being hit. Nun, die Beweise weisen klar darauf hin, dass das Opfer die Identität des Killers verraten hatte. Ich schätze, das ist eine offensichtliche Conclusion, ja? Verdammt, das ist nicht gut. Die Prosecution würde gerne ihren nächsten Zeugen einfordern. Dieses arme, unschuldige Mädchen sah den Mord mit ihren eigenen Augen. Ach, die blöde, die pinke, wa? Lassen Sie die Zeugin Miss April hinein. Genau welcher Teil von ihr ist unschuldig? Zeugin, Ihren Namen bitte? April May. Zu Diensten. Ernsthaft, sie heißt April May? Eine Vorstellung sollte keine Reaktion der Menge erfordern. Oh, ja. Das ist nicht gut. Die hat schon die Herzen aller Männer eingefangen. Sagen Sie uns, wo waren Sie in der Nacht vom 5. September, als der Mord stattfand? Ich war in meinem Hotelraum. Ich habe eingecheckt direkt nach Mittagessen. Und dieses Hotel ist direkt gegenüber vom Fane Cole Law Office. Hm, das stimmt. Großer Junge. Bitte erzählen Sie dem Gericht, was Sie sahen. Es war 9 Uhr nachts. Ich schaute aus dem Fenster, weißt du? Und dann, oh, ich sah eine Frau mit langem Haar, die sie attackiert wurde. Die, wo sie angriff, war das kleine Mädchen, wo im Defendant-Stuhl sitzt. Dann ist diese Frau irgendwie ausgewichen auf eine Seite und ist weggerannt. Aber dieses Mädchen, sie fing sie und sie schlug sie. Dann diese Frau mit langen Haar, das Ende. Das ist alles, was ich gesehen habe. Jedes kleinste Detail. Nun, ich verstehe. Es ist eine solide Erzählung. Ich sehe keinen Grund gegen die... Trouble the witness, Annie. Warte. Ja, Mr. Wright? Was ist mit meiner Cross-Examination? Ich dachte, dass die Erzählung der Zeugin ziemlich normal war. Nicht? Mr. Wright. Ich weiß, dass... I'm sending you a message, Miss Faye, understudy, why not?
Du musst ihre Techniken sehr gut kennen. Ihr feiglicher Weg. Tiny Faults in Perfectly Good Testimonies. In kleine. Dann darin. Kleine Fehler in den perfekten Erzählungen zu finden. Hey, wie wagst du es? Nun, Mr. Wright, wirst du die Zeugin cross-examinen? Ja. Würde ich? Ich würde gerne fortsetzen mit der Cross-Examination. Selbst wenn ich nur ein Gefühl habe, dass Edgeworth nicht will, dass ich das tue. Sie muss irgendeine Schwäche haben. Nun gut. Du mögest mit einer Cross-Examination beginnen. Es war 9 Uhr nachts. Okay, warte, wir machen mal weiter. Und dann, oh, seine Frau mit langen Haaren. Ah, ich kann das sogar zurück. Okay, das ist gut. Attackiert wurde, die muss hier. Das ist keine. Woher wissen Sie, dass das die Geschuldigte ist? Ha? Nun, weißt du. Sie hatte eine mädelhafte Physik. Frauen kennen diese Dinge. Ja, ich weiß es einfach, okay? Es gab nur eine Person am Tatort mit einer kurzen, mädelhaften Figur. Die Erzählung ist kugelsicher. Er hat recht. Na well. Warte eine Minute. Diese Erzählung stinkt. Was? Miss May. Ich wette, dass sie nichts sahen oder sie lügen. Ja, gesehen hat sie wahrscheinlich schon etwas. Also ich würde ja allein sagen, was ich jetzt an Nothing. Die hat wahrscheinlich schon irgendwas gesehen. Sagen Sie wirklich die Wahrheit? Haben Sie wirklich die Beschuldigte gesehen? Mr. Wright, was soll das hier? Ja, was soll das? Sag's mir jemand, weil ich habe keine Ahnung. Okay. Wenn Sie wirklich meinen Klienten Maya Fey gesehen haben, hätten Sie doch bestimmt Ihre Klamotten gesehen, bevor Sie Ihre Physik sahen. Niemand trägt solche Klamotten. Niemand trägt mehr solche Klamotten. Und ich bin kein Experte in Fashion. Aber ihre Haare. Wie ihre Haare sehen nicht normal aus. Aber jedoch. Sagt die Erzählung nichts über diese Sachen. Diese Erzählung ist schlecht oder ist falsch. Aber trotzdem. Wir wissen nicht, ob sie so angezogen war in der Nacht des Mordes. Das war sie. Ich habe sie gesehen. Und das hat und Detective Gumshoe auch. Was sagst du dazu, Miss May?
Rar. Was hast du zu sagen? Du gemeiner Anwalt. Ich sah, was ich sah. Ich. Ich denke einfach nur nicht, dass diese ganzen winzig kleinen Details wirklich nötig sind, Miss May. Das Gericht würde Sie gerne nochmal gerne erinnern, nicht zu verheimlichen. Tut mir leid, Ehren. Ich will ein gutes Mädchen sein, das verspreche ich. Ihre Erzählung bitte, wenn Sie würden. Verdammt, ich hatte sie fast. Ich habe alles gesehen. Das Opfer, die Frau, wie ich dem ersten Angriff aus und rannte weg. Dann ist das Mädchen mit den Hippie-Klamotten ihr nachgerannt. Und schlug sie mit der Waffe. Ich sah es, das habe ich. Dass diese Uhr, die irgendwie Statue-Glocke, der Nachdenker, glaube ich. Nun, dass die Accuracy of my report not earlier? Woher wusste sie das mit der Statue? Ich verstehe. Ich wünschte einfach nur, sie wären so detailliert beim Anfang gewesen. Bitte beginne mit der Cross-Examination. Ich habe alles gesehen, das habe ich. Das Opfer, die Frau, ich aus. Dann ist das Mädchen mit den Hippie-Klamotten ihr hinterhergerannt. Und schlug sie mit der Waffe. Ich sah es, das habe ich. Dass diese Uhr, diese statueartige Glocke, glaube ich. Warte mal, haben. Ich würde eigentlich das sagen, was ich davor schon gesagt habe. Woher weiß sie, dass es eine Uhr war? Miss May. Was Sie gerade gesagt haben, war sehr revealing. Revealing? Oh. Das würdest du mögen, nicht wahr? Du hast gerade gesagt, dass die Statue des Nachdenkens eine Uhr war. Aber das konntest du nicht wissen, nur wenn du sie angeguckt hast. Eine andere Person in derselben Position wie sie hat dies auch eine Uhr genannt. Und er wurde für schuldig empfunden. Für Mord. Miss May. Können Sie mir erklären, wie Sie wissen, dass das hier eine Uhr ist? Die Zeugin sah den Mord mit ihren eigenen Augen. Das ist alles, was wichtig ist. Die Defense versucht einfach nur, das Problem zu verwirren. Ja, natürlich. Du wirst deine Frage zurücknehmen. Aber Fragen sind alles, was ich habe. Und wie Sie sich vielleicht erinnern, habe ich Mörder mit diesen Fragen gefangen. Nun, eigentlich nur einmal. Du mögest fortsetzen, die Zeugin zu befragen. Das war knapp. Hätte er mich hier angehalten, dann wäre dieser Fall vorbei. Was? Also, was passiert jetzt? Was jetzt passiert ist, dass Sie meine Fragen beantworten. Wie wussten Sie, dass das hier eine Uhr ist? Was? Das ist... Weil... Ich hab's gehört? Ja, ich hab's gehört. Es hat die Zeit gesagt. Also... Waren Sie in dem Law Office von Fane Co.? Nein, hey, das habe ich nicht gesagt. Warum würde ich da hingehen? Ich habe es von meinem Hotelzimmer gehört. Die Law Office von Fane Co.,
wo der Mord stattfand, ist sehr nah am Hotel. Sie hätte einfach diese Uhr hören können. Und nun, Mr. Wright, sind Sie zufrieden? Nein. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Ich bin nicht... She couldn't have heard it, it couldn't have rung. It couldn't have rung, weil sie hat doch die Dinge rausgenommen, damit es nicht mehr funktioniert. Wenn man... es ist unmöglich, dass diese... Dass die Uhr... gerankt hat. Warte mal. Gut, warte. Time. That's my decision. I should probably tell you the clock isn't talking right now. I had to take out the clockworks. Some papers inside instead. Ja, Ding. Es ist leer. Die Uhr fehlt. Das Uhrwerk. Wie könntest du unmöglich... Schauen Sie sich das hier an. Oh. Sehen Sie irgendwas Interessantes? Es ist wie die Defense sagte. Die Uhr fehlt. Es ist ziemlich leer. Gut, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal weiter bei Ace Attorney und Show.